Alle sprechen immer vom Fachkräftemangel. Der hat seinen Ursprung auch in einem mangelnden Interesse der Jugendlichen und Schüler an informatischen Themen, weil in der Schule die Beschäftigung mit diesen Technologien oder mit dem Programmieren zu oft für den Kind oder den Jugendlichen ohne konkreten Anwendungskontext bleibt. Das Institut für Geoinformatik der Uni Münster hat aus diesem Mangel heraus ein Toolkit entwickelt, die sogenannte Sensebox. Eine Sensebox ist ein Arduino-Mikrocontroller, mit dem Schüler eben ihre Schaltungen machen können und eigene Messwerkzeuge bauen können. Und um etwas zu messen, braucht man Sensoren. Und die Sensebox beinhaltet eben eine Reihe von Sensoren für zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, UV-Licht, Helligkeit und eben Distanzen. Die Schüler haben besonders viel Spaß daran, ihre Ergebnisse, die sie programmieren, auch sofort zu sehen. Und zwar nicht nur am Computerbildschirm, sondern tatsächlich an dem Gerät selbst. Eine LED zum Leuchten zu bringen, dieses Leuchten abhängig zu machen von irgendwelchen Umweltphänomenen wie Temperatur oder Helligkeit tatsächlich im Raum. Und das Ganze dann an ganz realitätsnahen Beispielen umzusetzen. Ja, sowas wie ein Bewegungsmelder, der nur angeht, wenn jemand vorbeigeht, wo er nicht angeht, wenn jemand vorbeigeht. Oder eben ein Verkehrszähler, der tatsächlich den Verkehr sowohl auf dem Tisch als auch eben auf der Straße messen kann. Also richtig die Nähe zur Realität der Geräte, die man bauen kann. Die Sensebox kann projektartig eingesetzt werden und da eben fächerübergreifend. Ja, da ist die Idee, dass eben Schüler sich damit auseinandersetzen, die Schaltungen zu machen. Und das ist so, die Verbindung zum Physikunterricht ist da sehr, sehr eng, Verbindung zum Technikunterricht in manchen Schulen eben auch. Es geht darum, natürlich die Sensebox zu programmieren. Das heißt, da haben wir die Nähe zum Informatikunterricht ganz stark. Wobei eben auch in allen anderen Fächern eben diese Fähigkeiten durchaus gewünscht sind. Ja. Und in den Fachwissenschaften, sei es jetzt Chemie, Biologie oder die Erdkunde, Geografie, können dann die Messwerkzeuge tatsächlich eingesetzt werden, die dann entwickelt wurden. Wenn wir uns dann noch die Daten anschauen, die damit erfasst wurden, dann sind wir wieder ganz nah am Matheunterricht, um sich zum Beispiel Zeitreihen anzuschauen, diese zu analysieren, Statistiken zu erheben und Ähnliches. Das gesamte Material der Toolbox und das Datenportal, die Software, basieren auf Open-Source-Technologien. Der Einsatz der Sensebox kann auch in einem größeren Kontext gesehen werden, der Citizen Science. Mit Citizen Science umschreibt man den Teilnahme jedes Einzelnen am wissenschaftlichen Prozess, damit er zu einem mündigen Bürger heranwächst. Das heißt, die Schüler sollen beobachten, über das Beobachten verstehen, über das Verstehen später selber verantwortungsbewusst handeln können.